So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich am Computer spiele. Diese Frage habe ich fast unter jedem YouTube-Video. Kriege ich auch immer mal wieder eine Anfrage im Discord. Ich zeige euch ganz einfach, wie das funktioniert. Und zwar habe ich einen BlueStack. Gibt es auch schon die neuere Version, die 5er, glaube ich. Das müsste die 4er sein. Habe ich mir einen Account angelegt. Das gibt es ganz normal, wenn ihr unten hier in eurem Windows links drauf drückt und ihr habt es installiert, gibt es auch einen sogenannten BlueStacks Multi-Instance Manager. Da geht ihr einfach hin, markiert euch, also ihr kennt ja alle das Problem mit dem Tutorial, das nervt. Ihr habt es ja schon in euren Farmen gemacht und habt sicher keinen Bock, das nochmal zu machen. Ihr müsst aber ein einziges Mal einen BlueStack machen. Das heißt, ihr macht dieses ganze Setup durch, loggt euch dann mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Kennwort ein. Und könnt ganz normal spielen, so wie auch. Um das nicht jedes Mal erneut zu machen im BlueStack, gibt es hier die Möglichkeit, eine sogenannte Instanz hier hinten zu klonen. Mit diesem Instanz-Klon habe ich das jetzt hier einmal gemacht. Wie ihr seht, fehlt hier sogar eine Farm. Das heißt, das können wir jetzt einmal gemeinsam machen. Ich mache eine Instanz, nenne die jetzt dann, also ja, Instanz klonen von, genau, Farm 4. Die benenne ich dann um in Farm 5 und muss die dann nur noch starten und muss mich einloggen. Das mache ich jetzt aber nicht, weil meine E-Mail-Adressen da sichtbar sind. Und beziehungsweise Farm 5 müsste. Nee. Nee, das zeige ich lieber jetzt nicht. Nicht, dass da noch was geleakt wird. Muss ja nicht sein. Aber das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und dann startet ihr das. Und wie ich dann hier einfach diesen ganzen Instanzen nebeneinander setzen kann, ist einfach, ich starte mehrere und für den Stream bearbeite ich das dann, aber ihr könnt es dann ganz normal lassen oder hier oben gibt es ein Menü. Da gibt es auch den Reiter. Moment. Ja, hier genau halt. Entschuldigung, nicht das Menü, sondern dieses Menü. Und dann gibt es Streaming-Modus und dann werden die Ränder weggeschnitten. Ich setze mir dann halt mehrere nebeneinander. Ich habe zwei Bildschirme. Und dann kann ich meine fünf oder sechs Instanzen, je nachdem, was ich brauche, aufmachen und kann das sozusagen nutzen. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Es ist wirklich nichts Weltbewegendes. Dieser Instanzmanager klont euch, also ihr klont euch einfach da eure einzelnen Farmen, loggt euch ein und gebt eure E-Mail-Adressen ein. Wenn ihr da 20 Farmen habt, macht ihr 20 Klone und gebt überall da dann Farm 19, Farm 17 und so weiter ein, eure E-Mail-Zugangsdaten und dann könnt ihr das starten, je nachdem, was eure Computer an Rechenleistung hergeben. Dann können wir eigentlich heute schon sagen, es gab ein neues Update. Ihr seht, es ist fürs Auge wesentlich angenehmer. Die Straßen wurden gefixt, Mauern gibt es bei mir keine. Bisschen philosophisch, Mauern haben die meisten eh im Kopf, von daher. Nee, das Update sieht eigentlich ganz nett aus. Auch auf der Eden-Karte wurden jetzt hier diese Icons abgedatet, damit man relativ schnell sieht, was eine 14er, eine 15er oder eine 16er ist. Bei den 13ern haben sie es noch weggelassen und bei den 12ern. Ich denke aber, im Großen und Ganzen ist es auch nichts Schlimmes. Die großen Kacheln sind eigentlich eh die, wo groß oder die interessant sind. Ja, 13 ist schwarz. Ich weiß gar nicht, wie 12 aussieht. Gibt es hier 12? Ja, sind auch schwarz. Also das hält sich hier im Rahmen. Also mir gefällt es auf jeden Fall, das Update. Was noch fehlt, ist das Architekturgebäude, die Ansicht. Nicht Architektur, Entschuldigung. Das Rathausgebäude, die Ansicht. Die wird noch nachgereicht. Da kam heute gleich eine Info im Discord, dass da Probleme gab von den Entwicklern und es noch nachgereicht wird. Das wäre mal dies. Dann hätte ich noch was zu Reign of Chaos. Season 1 bis 3, absolut wichtige Information. Wir haben es damals Kachelsprengen genannt oder Kachelsprenger, der wo das tut. Und zwar geht es darum, ihr habt ja in Eden hier diese Ansicht. Das sind eure Kacheln, die ihr legen könnt. Das habt ihr auch in Reign of Chaos. In Reign of Chaos habt ihr es einmal daheim links und einmal hier auswärts. So, und das zeige ich euch jetzt mal anhand einem Video. Und zwar hat es ein Kollege von meiner Allianz aufgenommen. Grüße gehen da raus an den RC.
Everybody's Darling. Und er hat sich ein bisschen geniert. Ich spreche es jetzt einfach mal nach, um was es da geht. In dem Video hauen wir es uns mal kurz an. Und zwar, ihr seht es hier auf der Karte, beziehungsweise spulen wir hier zurück. Er hat jetzt 40 Kacheln von 40 möglichen daheim gelegt. Diese Kachelsprengerburg, von der wir reden, beziehungsweise ich hole euch erstmal ab, was der Kachelsprenger macht. Ihr müsst euch das so vorstellen: Ihr navigiert durch dieses Schachbrett bei den Gegnern, die ihre Kacheln setzen. Moment, ich zeige euch das gerade vielleicht mal hier. Genau, ihr seht hier eine Kachel, ihr seht hier eine Kachel, hier, hier. Das ist ja so ein Schachbrettmuster, damit die nicht springen können. Hat aber einen Nachteil, wenn ihr einen Kachelsprenger dabei habt, der legt sich hier schön einen Weg durch. Hat dann keine Kacheln mehr, beziehungsweise jemand anders schlägt den Weg und ihr seid einfach die Burg, die komplett voll ist mit Kacheln. Die kann keine neuen legen. Wenn ihr das habt, könnt ihr andere Flächen angreifen. Nach einem Angriff besiegt ihr die Fläche, könnt aber keine selbst setzen. Hat einen riesen Vorteil und das zeige ich euch jetzt mal jetzt. So könnt ihr zum Beispiel zum AC1 oder AC2 euch schön, vor allem AC1 ist am meisten wirksam, schön durchschneiden zum Gebäude. Und zwar, das, was ich euch jetzt zeige, macht ihr hinter der Angriffslinie. Ihr müsst euch vorstellen, ihr geht mit euren ganzen Burgen, Drachen, was ihr alles nutzt, auf das AC zu. Und dann gibt es ungefähr irgendwo eine Linie, wo immer die nächste Kachel gelegt wird, beziehungsweise der Gegner versucht zu verteidigen. Da hat eigentlich jeder sein Augenmerk drauf. Das heißt, einmal im Normalfall, der Angriff guckt nur nach vorne und die Verteidigung guckt auch nur, oh, wo stehen ihre erste Kachel, wie nah sind die? Dahinter, beim Angriff dahinter, fünf, sechs Kacheln, guckt keiner mehr hin. Da guckt eigentlich im Normalfall keiner mehr hin. Die werden erst da hingucken, wenn sie sehen, was passiert, beziehungsweise wenn sie fragen, wo kommen die Burgen her? Ich zeige euch das mal. Und zwar, ihr nehmt jetzt euch eine fremde Kachel. Die klickt ihr an, dann könnt ihr auf Besetzen klicken. Wenn ihr besetzt, kommt diese Meldung, wollt ihr das Land aufgeben? Ihr könnt es nicht aufgeben, es gehört euch nicht. Spezialitäten ansehen könnt ihr machen, bringt euch aber in dem Fall jetzt nichts, sondern ihr greift an. Das zeigt er jetzt dann auch. Dann nehmt ihr euch eine Legion, ist eine Farm, die hat nicht genug Power, um es One zu hitten. One hitten heißt, ihr braucht 500 Schaden. Auch dafür gibt es eine Einleitung im Discord. Da habe ich ein schönes Bild gemacht, wie das funktioniert, wie man Kacheln One hittet. Da mal bitte einfach vorbeischauen im Discord. Wir spulen jetzt hier einfach mal vor, weil er noch zwei Einheiten schickt. Genau. So. Noch 4 Sekunden, 3 Sekunden und ihr seht jetzt, wie er wieder angegriffen hat, gewonnen hat und die Kachel verschwindet. Jetzt muss die Einheit noch zurück, beziehungsweise ihr müsst kurz hier unten in eure Burg rein und wieder zurück. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. So. Und Moment, das war ich zu schnell. Und jetzt hättet ihr hier ein Loch. Ein Viererloch. Beziehungsweise ein Sechserloch, aber können keine zwei Burgen rein. Ja, die Kachel ist jetzt hier weg. Moment, ich spule noch ein bisschen zurück, dann sieht man es ein bisschen. Ja, genau. Ihr habt jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen 2 auf 2 für eine Burg. Diese Kachel wäre jetzt weg und ihr könntet hier in dieses Loch mit einer Burg springen. Die Burg kann dann natürlich weiter angreifen, nach vorne. Die macht sonst nichts und der Kachelsprenger muss natürlich gucken, dass seine Kacheln von den Gegnern nicht weggenommen werden. Deswegen sollte er die Kacheln irgendwo anders auf der Map positionieren, wo die Gegner nicht wissen, dass die da liegen, dass er sein Maximum hat. Und dann kann er immer wieder, weil wenn jetzt eine Kachel wegfallen würde, er würde während dem Angriff jetzt irgendwo eine Kachel weggenommen bekommen, bei eurem AC zum Beispiel, dann hat er ja wieder von diesen vorhin, was wir hatten, 40 noch 39. Das heißt, wenn er jetzt da angreift, würde er eine Kachel legen und dieses Feld wieder sperren, statt mit einer gegnerischen, mit einer eigenen. Deswegen, er muss immer komplett am Maximum sein von seinen Kacheln. Die dürfen auch während des Kampfes nicht irgendwie weniger oder mehr werden, sondern sagen wir mal 40-40. Da darf nichts wegkommen. Und dann muss man nichts anderes machen, wie einfach mit der Burg rein zu teleportieren und dann seid ihr in dieser Fläche drin. Das empfehle ich absolut immer hinter den feindlichen Linien, weil wenn es ihr vor den feindlichen Linien macht, sehen die Gegner das. Und es geht ja darum, nicht entdeckt zu werden mit bestimmten Tipps, Tricks,
Moves, whatever. Ja? Deswegen macht es im Hintergrund und dann seid ihr eigentlich schon relativ schnell durch und habt relativ viel Burgen ganz nah am Gegner. Vorsicht, wichtig, der Gegner kann da auch reinspringen. Deswegen empfehle ich 5 bis 10 Kacheln, wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, auf dem Handy. Was haben wir hier? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sind so im normalen, ohne dass man wegzoomt, der Blick. Und durch dieses Hin- und Herschalten springt es immer wieder in die Standardansicht. Also so 12 Kacheln, beziehungsweise hinter der Angriffslinie bis zu 12 Kacheln kann man operieren. Noch weiter zurück würde ich nicht. Eher nach vorne halten, so in dem Bereich 6. 0 bis 12, da operieren. Diese Löcher sprengen, Burg reinspringen. Die Burg muss nach vorne Druck machen, muss eine starke Burg sein, damit der Pressure aufrecht gehalten wird Richtung AC. Und hinten dran macht diese kleine Farm, nicht Farm, Entschuldigung, das muss eine Burg in der Allianz sein, weil eine gegnerische Farm kann ja nirgends anschließen. Macht wenig Sinn. Natürlich, ihr könnt auch das wenn das AC mit einem anderen AC und eure Farm greift zufällig eine Farm an, die das andere AC schützt, könnt ihr das da auch machen, ein Loch lassen, statt dann mit einer Farm reinspringen, springt ihr mit einer Hauptburg hin und seid näher dran. Auch das ist möglich. Einfach ein bisschen Kriegsverständnis, Strategie und so weiter. Und dann hätten wir auch, das ist heute ein kurzes Video, kleines Video. Ich hoffe, das hilft. Ich wünsche allen ganz, ganz viel Spaß in Reign of Chaos mit diesem Trick. Es bockt enorm. Guckt nochmal das Video an, beziehungsweise mit diesem langen Weg gibt es auch noch eine Anleitung, wie wir das machen, dass wir am AC1 einen Krieg vortäuschen und in Wirklichkeit mit 10 Burgen Richtung AC2 marschieren und dann direkt dort alle hin teleportieren und dort angreifen. Video gibt es leider keins, wo man das sieht, aber es gibt Theorie-Dokumente, wo ich erstellt habe, wie das funktioniert. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben da über 40 Kriege mitgewonnen. Das war's von meiner Seite. Die nächsten Videos kommen. Eden ist in den nächsten Tagen vorbei. Da gibt es dann ein ausführliches Video da dazu. Ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß. Kommt vorbei im Discord, die Community wächst. Wir sind schon über, ne, noch nicht 400, aber kurz davor. Wir sehen uns. Abonnieren, liken, kommentieren, Wünsche, Fragen, haut alles in die Kommentare. Ich danke euch. Ciao, ciao.